ich in der Golden Week bei der Chiretto-Katagonie war, wo ich euch erzählt habe, dass das eines der berühmtesten Fotomotive Japans ist. Heute werden wir ein weiteres der berühmten Fotomotive Japans besuchen. Und zwar, vielleicht könnt ihr es im Hintergrund schön erkennen, hier ist eine Mini-Version davon, aber wir fahren jetzt zur richtigen, und zwar mit der Fähre. Auf der Insel, und zwar bedeutet der Name Miyajima übersetzt so viel wie Schreininsel, wortwörtlich. Und das Ganze ist mehr oder weniger eine heilige Insel, weswegen es eben auch am Eingang dieser Insel ein großes Tor gibt. Und zu diesem Tor werden wir uns jetzt erstmal begeben. Aber auf dem Weg dahin sind uns ganz viele Rehe über den Weg gelaufen. Oder wir ihn? Seht ihr, wie das Wasser dort angesprungen kommt? Hier gibt es extrem Ebbe und Flut, und wir sind extra gekommen, wenn wieder Flut ist. Wir sind jetzt hier in einer Art schwimmenden Schrein, würde ich schon fast sagen. Also es ist wie so eine Schreinanlage, die halt so auf Holzposten steht, weil eben jetzt bald die Flut kommt. Und ja, jetzt läuft gerade im Hintergrund Mikros vorbei, Schreinmaid. Man kann ja echt die ganze Zeit langlaufen und von allen möglichen Position und Winkeln und Perspektiven Bilder machen. Es ist unglaublich krass. Ich glaube, ich laufe jetzt schon fast eine Stunde rum und muss dann echt aussortieren beim Schneiden, was mit reinkommt und was nicht. Ich suche für euch das Beste mit raus. Ich laufe jetzt hier gerade durchs Wasser, um so nah wie möglich an den Schrein ranzukommen. Denn es ist krass, alles, wo jetzt hier Wasser ist, war halt vorhin nichts. Man konnte vorhin bis zu dem Tor hinlaufen, und da war alles einfach nur Sand, mehr oder weniger. Einfach weil Ebbe und Flut hier so krass ist. Ach ja, und ich bin sehr froh, dass ich Hotpants angezogen habe, einfach weil ich damit so weit wie möglich ins Wasser gehen kann, wie es nur möglich ist heute. Die Insel heißt übrigens Miyajima, aber der Schrein bzw. das Tor selbst heißt Itsukushima Jinja. Einer der Orte, den ich unbedingt besuchen wollte, und eines der beliebtesten Fotomotive Japans. Ich glaube, ich könnte hier einfach ewig stehen bleiben und das angucken. Das ist schon echt irgendwie mega cool. Also geschmacklich ist es jetzt nichts Besonderes, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Irgendwie gibt es hier sehr interessante Gebäude, was irgendwie ganz anders aussieht als alles, was ich bisher so an Schreinen gesehen habe. Hallo. Okay, bye. Wir haben uns jetzt ein Plätzchen gesucht, um dann gleich vom Sonnenuntergang noch einen Timelapse zu machen. Das Problem ist aber auch, dass da drüben gleich irgendwie noch so ein Tanz oder so stattfindet und ich irgendwie nicht beides filmen kann. Mal sehen, was irgendwie am Ende dabei rauskommt. Erstmal habe ich mich für den Timelapse entschieden. Thank you.
wahrscheinlich schaffe ich es doch, sowohl den Sonnenuntergang als auch den Tanz aufzunehmen. Denn die Sonne ist jetzt mehr oder weniger untergegangen und vorhin haben die nur ein bisschen geprobt und in einer halben Stunde geht es dann erst so richtig los mit dem Tanz. Und ich bin mal sehr gespannt, was wir da sehen werden. Das ist nur an zwei Tagen im Jahr. Das war gestern und heute. Ich bin mittlerweile wieder fast bei der Fähre angekommen und werde mich jetzt auf den Weg nach Hause machen, denn die letzte Fähre fährt in 15 Minuten und die will ich natürlich nicht verpassen. Es ist sehr schade, dass ich bei diesen Tänzen jetzt gerade nur eine halbe Stunde zugucken konnte, denn das Ganze geht noch eine ganze Stunde weiter. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abschluss für diesen Tag. Irgendwie sehr entspannt und sehr ruhig. Man hätte hier noch so viel mehr auf Miyajima sehen können, aber ich weiß nicht, mir hat es einfach gereicht, an diesen Ort zu kommen und einfach komplett runterzukommen und zu entspannen und das einfach mal zu genießen und gar nicht so viel zu machen oder hin und her zu laufen. Das war schon echt schön so und ja, damit beende ich diesen Vlog und wir sehen uns morgen wieder. Batterie fast leer, Speicherkarte fast voll. Ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Tag.